Ja, vollste Konzentration jetzt, meine Herren. Haben wir irgendwo eine Dame hier? Zeigen Sie mir gerade. Ah, Peace. Ich habe erst gedacht, ja, morgen. Morgen Freeman hier. Nein. So, und jetzt genau zuhören. Genau zuhören. Ich sag das einmal und kein zweites Mal. Sie haben eine Pistole und ein Taser. Die MP5 und die Schrotflinte ist für den absoluten Sonderfall. Weil das LSPD hat gerade richtig die Kacke am Dampfen in der Busgeschichte. Wenn ich ein MP5 oder Schrotflintenschuss höre, der unbegründet ist, ich schwöre ihm bei Gott, ich drehe die Waffe um und schieße ihn ins Gesicht. Wow. So, die andere Sache ist, jetzt Briefing. Ja, alle sind da. Wir fahren. Ganz kurz. Ja. Los. Ich wollte nur fragen, ob das nochmal kurz für uns beide wiederholt werden kann. Ja, das wollte ich ja gerade machen. Also ganz kurz noch, wenn wir da hochgehen und Personenkontrollen machen bei diesen Leuten, dann werden wir nicht sagen, weil sie verdächtigt sind, jemanden als Geisel genommen zu haben. Nur weil ein Rocker in der Stadt Motorrad fährt, haben wir überhaupt keine Grundlage, keinen Beweis. Wir machen einfach eine allgemeine Personenkontrolle. Ihnen wird nichts zur Last gelegt, okay? Wir wollen die praktisch in die Falle locken und gucken, dass sie sich widersprechen, wo und wann die wo waren. Nochmal kurze Information. Ich will absolut keine Schrotflinte oder MP5 sehen. Nur im äußersten Notfall. Bleiben Sie ruhig. Ich wollte irgendwas durchgeben. Und fokussieren Sie sich bitte auf den. Auf den Schutz hier der. 2000 Jahre später. Cops. Kanter ist aggressiv heute. Gefällt mir gut so. Freeland, du hast auch Jäger verloren. Oh, ich fress gleich meinen Arm auf, Alter, ohne Witz. rechts ran! Nein! Oh, okay. Warte mal, aber doch nicht hier. Jäger lebt noch, ey. So, was dann? Wir fahren weiter, Frau Jäger ist mit 180 Sachen aus dem Auto geflogen. Wir fahren weiter. Sie soll erstmal zurück zum PD-Krieg hinkommen, falls sie noch kann. Oh, die ist jetzt Jägerschnitzel, Alter, ohne Witz, Alter. Mit roter Soße ist Zigeunerschnitzel. Wer hat denn hier die Einsatzleitung, Mann? Fahr jetzt, komm. An die Streife, die in der Stadt unterwegs ist, sammeln Sie die Frau Jäger bitte ein. Frau Jäger, funken Sie bitte Ihren letzten Standpunkt durch. Mann. Falls Sie noch reden können. Ja. Also so wie sagen, Mund, ey. Was? Halt die Schnauze, Alter. Kurz vor Lachen. Boah, guck dir das mal an, Junge, Alter. Guck. Von rechts über so einen Lastwagen, oder? Ja. So, wo soll das jetzt sein? So, hier. Links. Ah, hier. Ja. Oh. Praktisch gegenüber von der Garage. Schauen wir uns mal. Echt? Okay, sitzt hier jemand in der JVA oder so? Okay, ab zur JVA und zur Staatsbank. Wahrscheinlich gehören die dazu. So, habt ihr's? Na, ja, er lacht. Er lacht mich aus. Walter, was ist los? Nein, okay, hängen wir hier fest? Nein. Nein, doch. Alles gut? Nun geworden ist unsere Mannschaft entgegengekommen. Okay. Hallo? Ja. Einmal mit Profis arbeiten, oder? Ja, dann können wir ja gerade zurückgucken. Aber die Karre kann man nicht mehr nutzen, die ist im Arsch. Ey, ohne Witz, ne? Du bist Chief of Police, Alter, sowas macht man nicht. Ein bisschen was? Respekt, Mann. Ein bisschen Respekt. Auf dem Hinterhof haben wir. Ja. Aber du hast auch die Groove, Mann. Du bist ganz schön schwarz in der Soul. Oh, Alter. Yeah, Mann. Randa! Wo sind die Kollegen? Streife 1 ist da. Ja. Keine Ahnung, okay. Die waren mit uns. So, wir fahren die nächsten Spots sind Yellow Check-In. Checken wir ab. Und wir checken danach Walker Logistics ab, okay? Oh, ich. Klingt nach dem Auto. Um 12. Oh. Zack. Und fährt wieder raus. Okay, zack. Zack. Ja. Richtung Alice, oder was? Ja. Oh mein Gott, fahr nicht so schnell. Ja, was denn nun? Scheiße, Mann. Hier direkt vor Palito Base, zwei Fahrzeuge, direkt vor Palito Base. Nein, zwei Fahrzeuge. Hier ist er, das ist er, hinterher. Hinterher. Ist der das überhaupt? Ja, ne? Ne, der hier. Der hier. Ausbremsen. Ah, oh, scheiße. Die hauen ab. EMP einschalten. EMP einsetzen. EMP einsetzen. EMP. Stoppen Sie den! Stopp.
Dahinter setzen? Dahinter setzen. Ist das einfach genau. Ernst? Nicht schießen! Stoppen Sie warum den! Warum haben wir uns nicht dahinter gestellt, Mann? Per EMP, stoppen! Okay, wir erholen uns diesen Wichser, Leute. Stoppen Sie den mit EMP, alles was Sie haben. Was ist, wenn wir den haben? Was ist, wenn wir den... Können die auf seine Reifen schießen mit, ja, mit dem Taser oder mit der Pistole? Nein! An alle Streifen, wir suchen einen schwarzen Schafter. Bitte hören Sie auf den Funk des Overwatch. Okay, ziehen Sie die Waffe, richten Sie die Waffe auf ihn, nehmen Sie den fest. Wir fahren die ganze Zeit im Kreis, Alter, ist das Problem. Ja. Der Overwatch sollte den mal auf jeden Fall im Auge behalten die ganze Zeit. Overwatch, bitte haben Sie immer ein Auge auf. Sie sind jetzt unsere Augen da oben. Wir brauchen Sie. Konzentrieren Sie sich. Wollen wir den Verdächtigen festnehmen und sein Ja aus welchem Grund? Hä? Warten Sie, haben Sie den Schafterfahrer? Welchen denn? Nicht den Schafterfahrer, den anderen. In dem Übermaß. Zwei Fahrzeuge. Nehmen Sie den mit, stecken Sie den erstmal in die Zelle. Grund ist, suchen Sie sich irgendwas aus, was mit Straßenverkehrsordnung zu tun hat. Paragraph 19. Paragraph 19. Oder nicht? Wir dürfen niemanden festnehmen in Sachen der Straßenverkehrsordnung. Paragraph 19 ist von StGB. Ja, jetzt fahr Trailer. Warte mal. Blöschen, Carsten. Karte, alle rausziehen. Nehmen Sie alle Personalien. Ja. Carter, kommt alle hier rein. Ja. Verdächtiger westlicher Highway, westlicher Alarm und D an der Brücke. Verdächtiger Esther. Esther, bleib du mal zur Unterstützung da. Westlicher Highway. Okay, die können sich immer noch nicht entscheiden. Westlicher Highway oder... Ja, wo soll ich jetzt hinfahren? Leute, wo ist der Schafter V12? Verdächtiger vermutet. Unter einem Hausvorsprung, sodass Overwatch keinen Sichtkontakt mehr hat. Unter einem Hass? Waiting for GameStar. Start doch, du scheiß GTMP-Fick, Alter. Ja, der neueste Stand ist, vermutlich ist er unter den Brücken hier irgendwo in einen Tunnel gefahren. Hier gibt es ja so einen Tunnel. Eine Streife ist da reingefahren, wir holen jetzt im Kater ab. Scheiße, Mann. Alter. Ja, scheiße, ist das wirklich? Streife 3 ist jetzt in den Tunnel reingefahren. Scheißdreck. Mann, Alter, ich dachte, wir kriegen den Pisser. Ja, ich dachte auch, Overwatch hatte. Wir müssen jetzt eigentlich eine Streife konstant beim Biker. Wir stellen uns da gleich mal ein paar Minuten hin. Vielleicht kommt der Idiot ja zurück. Ich glaube, wir haben das Fahrzeug verloren. Halten Sie in der Stadt nach einem schwarzen Schafter Ausschau und wenn Sie den sehen, kontrollieren Sie den. Oh, hier, seit wann steht das denn hier? Warte, nicht so. Nein, nicht hier vorstellen. Stell dich mal auf der. Ich will überhaupt nicht hier. Rechts gegenüber war doch auch noch vorne noch jemand. Ich möchte bei der Garage gucken, wer da vorne steht. Okay, da stehen Autos. Ja. Ich will mal kurz kontrollieren, was da ist. Rückenfreiheit. Guten Tag, LSPD. Dienstnummer 99, Walter Weißmann Name. Mit wem habe ich die Ehre? Was machen Sie hier? Sind Sie ein Teil der Lost Demons? Lost Demons? Nein, ich bin hier in meinem Auto. Ich habe mich beim Fischhändler, habe jetzt mein Auto hier eingeparkt und hole mein Privatfahrzeug jetzt raus. Aber sind ja offensichtlich jemand, der gerne Motorrad fährt, richtig? Selbstverständlich, ja. Wissen Sie, wen ein schwarzer Schafter gehört? Ein Schafter V12, der hier in der Gegend, dort, wo. Hier im Zentrum, Palito Bay. Ja? Der scheint dort zu leben. Müssen Sie erstmal das Schafter beschreiben? Ich kenne das Fahrzeug jetzt nicht. Ein Benefactor Schafter V12, das ist eine Sportlimousine, ein Viertürer. Recht schnittig, deutsche Produktion, also Qualität. Was soll ich hier noch beschreiben? Nein, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe bald hier ein Haus zu besitzen, aber. Kennen Sie Leute, die in der Gegend wohnen? Biker? Sagen es mir einfach so. Der einzige Biker, wo ich weiß, dass er eine Wohnung hat, ist James, der Besitzer von Yellow Check-In. James weiter? Der wohnt aber hinter seinem Lokal. Mit A irgendwas. Overwatch, kreisen Sie mal in einer sehr, sehr, sehr extremen Höhe bitte über das Yellow Check-In und sagen Sie mir, wer da ein- und ausgeht, ob da Autos, ob da Verkehr ist. Aber so ein bisschen unauffälliger Verhalten. Check. Overwatch auf dem Weg. Okay, und was haben Sie gestern Abend zwischen... Wie viel Uhr war das? Vergesst mich. Nein. Ja? Ich war letzten 3 Tage nicht in der Stadt, ich bin erst heute Abend zurückgekommen. Okay. Gut, dann war es das auch schon, dann können Sie sich jetzt weiter... Waren Sie schon mal bei dem Gebäude da hinten? Welches Gebäude? Das hier, wenn Sie gerade ausgucken, da hinten ist eine Garage. Direkt hier die Straße, direkt wenn Sie gerade ausgucken. Waren Sie da schon mal? Ja, da war ich schon mal.
Mhm. Ich glaube, wir haben Tiger am Anfang, wenn ich in die Stadt gekommen bin. Okay. Waren Sie da schon mal drin? Nein. Nein. Gut, dann Ich wüsste gar nicht, ob man da reingehen könnte überhaupt. Mhm. Okay. Gut, dann dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja? Jawohl. Machen Sie keinen Scheiß. Ein wunderschönes Auto aus. Welchen Scheiß soll ich machen? Ja, ist das darf ich ja gar nicht. Das ist ja eigentlich das Praktische, wenn wir verfolgen und die fangen. Keine Person, keine Fahrzeuge. Okay. Wenn checken die Walker Logistics. Schießen, dann können wir die richtig einknasten. Ja.